selbst auferlegte Mission Zweitliga-Aufstieg begann in Dresden mit einem Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. 30.000 Zuschauer, fantastische Atmosphäre und direkt auch zwei echte Topstars im Rennen. Stefan Kutschke, neuer Dynamo-Kapitän, und das letzte Überbleibsel vom Zweitliga-Abstieg, Fabian Klos, Bielefelds Spielführer. Dynamo übernahm in einer wilden Anfangsphase spielerisch die Initiative. Hauptmann immer wieder viel Platz über die rechte Seite, Borkowski. Und nach 14 Minuten wurde zum ersten Mal ausgiebig gejubelt vor dem K-Block, weil Belka hier, der kam neu von 1860 München, soll der neue Abwehrchef der Ostwestfalen werden, unglücklich den Ball ins eigene Tor lenkte. Dynamo nach einer Viertelstunde auf Kurs, Start nach Maß. Aber Bielefeld nach etwa 20 Minuten auch mutig. Offensiv versuchten sie schon viel, aber viel lief noch nicht zusammen. Dann sorgte fast ein Eigentor auf der anderen Seite für den Ausgleich. Lewald zwang Driljaccia, der erneut den Vorzug vor Kevin Broll bekam, zu einer Glanztat. Dann wieder Dynamo, 33 Minuten rum. Hauptmann auf Zimmerschieds und wieder Belka hier mittendrin im Getümmel. Dieses Mal nicht unglücklich, sondern ungestüm gegen den Neuzugang aus Halle. Ein Rempler oben und vor allem ein Kontakt unten. Schiedsrichter Haselberger blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Und sofort ein Auftrag für den Kapitän Stefan Kutschke, ganz souverän. Sie ließen die Muskeln spielen. Sie hatten keinen Hehl daraus gemacht, aufsteigen zu wollen. Und da muss man eben solche Statements setzen. Kurz vor der Pause dann nochmal die Arminia. Man merkte schon, diese komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft braucht noch Zeit. Biancardi, der versuchte noch ein bisschen was, holte den Freistoß raus. 45 plus 4. Und bei ruhenden Bällen Dresden durchaus anfällig. Ehlers direkt auf den Fuß von Biancardi. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit Bielefeld zurück im Spiel. Mervey Biancardi, der wird sehr wichtig werden im Laufe der Saison mit seiner Erfahrung. Perfekter Abschluss, nichts zu halten für Driljaccia. Und ein Tor zur Unzeit für Dynamo um Trainer Markus Anfang. Sie ließen noch etliche Chancen ungenutzt. Dieses 1:2 schmeckte dem Coach gar nicht. Zweiter Durchgang, Bielefeld nicht mehr ganz so wild und mit so viel Risiko. Es wurde etwas taktischer, aber Dynamo bekam weiterhin die Räume. Hauptmann, 3:1. 65. Minute. Zimmerschieds mit ganz viel Übersicht und dann Hauptmann im Rutschen durch die Beine von Belka hier. Der erwischte einen wirklich rabenschwarzen Tag. Dynamo wieder zwei Tore vorn und auf Kurs auf Taktsieg. Zumal sich die Ostwestfalen zwei Minuten später selbst schwächten. Misuta, der Japaner, sah von Schiedsrichter Haselberger glattrot. Das war keine Absicht vom Mittelfeldmann, aber er erwischte Kutschke eben klar mit offener Sohle. Von hinten am Sprunggelenk diese Entscheidung. Hart, aber vertretbar. Und von diesen zwei Nackenschlägen, erst das 3:1 durch Hauptmann, dann die rote Karte gegen Mitsuta, erholte sich die Mannschaft von Mitch Kniaz letztlich nicht mehr. Es wird noch ein wenig Geduld vonnöten sein, bis sich das alles zusammenrauft unter seiner Führung. Ansätze sind da, aber die reifere Mannschaft gewann zum Auftakt mit 3:1 und das war Dynamo. Und das war heute der erste Schritt. Ich meine, wir haben unser Ziel kommuniziert, das ist klar. Und der Trainer hat es richtig gesagt, der Weg dahin ist jetzt entscheidend, weil alleine vom Reden wirst du nie aufschwenken. Ja, war ein schwieriger Start für uns. Bei Dynamo hat viel geklappt heute, bei uns eher weniger. Bielefeld wird Zeit brauchen, hat aber den Rückhalt der eigenen Fans. Und bei Dynamo Dresden wurde direkt nach Spieltag 1 ausgiebig gefeiert. Die Sportsgemeinschaft hat die erste Hürde in Richtung zweite Liga genommen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.